Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 3 und im Hintergrund seht ihr schon den Porsche 911 GT2 RS, ein wunderbares Stück Automobilgeschichte. Und ich würde sagen, wir gehen da gleich mal rein ins Upgrades und zwar individuelle Upgrades und wir setzen mal das Ganze zu Standard-Upgrades zurück, dass das Ganze schön auf Standard ist und dann schauen wir uns den Wagen mal kurz hier an. Wir schauen uns den Wagen mal kurz an, was hat er vorne unter der Haube drunter? Ja, ein kleines Kofferräumchen, braucht man im Grunde aber glaube ich eher weniger. Maximal man fährt irgendwie auf einen Kurztrip. Wie sieht es hinten aus unter der Haube? Da sieht man nicht allzu viel vom 6-Zylinder Boxermotor. Hier das Porsche 911 GT2 RS. Aber auf jeden Fall oh, schön. Carbon hier mit dabei. Hinten zwei große Endrohre. Die Klappe lassen wir mal offen. Ist natürlich nichts Schlechtes. Und dann gehen wir mal hier rein und dann würde ich sagen, starten wir mal den Engine. Und der Klang ist schon geil hier. Wir haben es 12 Uhr, wie immer. Der Wagen hat 1020,6 Kilometer auf dem Tacho. Also der ist schon ein Stückchen gefahren worden. Ich würde sagen, wir fahren aber gleich mal. Und dann sehen wir gleich mal, wie sich der Wagen so verhält, wie er sich so fährt. 1020 sind echt nicht wenig. Ja, 1020,7. Also der Wagen ist schon ein bisschen bewegt worden hier. Und wir fahren ihn jetzt einfach mal, damit wir so sehen, was sind so die Schwächen des Wagens, was müssen wir machen, damit das der Wagen performant wird. Das wurde sich nämlich von einem Abonnenten gewünscht und zwar vom, hier mal kurz Laternen mitnehmen, damit er sich hier auch lesen kann, vom Niklas Timon, der hat sich das Ganze gewünscht, dass wir den hier performant aufbauen. Und das versuchen wir heute auch in dieser Ausgabe. Der Arsch lenkt so ein bisschen mit, das merkt man so im Nachhinein, kommt der Arsch so rum. Ich glaube, das sieht man auch schön, das war jetzt natürlich nicht gewollt. Ja, der Arsch kommt so ein bisschen hinterbei rum, also das sieht man auch. Sogar ein bisschen schlimmer. Also merkt ihr das? Ich lenke ein und wenn ich schon wieder gerade bin, kommt er noch so ein bisschen mit dem Arsch nach. Das müssen wir ihn auf jeden Fall abgewöhnen. Ansonsten glaube ich, ist er schon relativ stark hier auf der Brust. Also da kriegen wir glaube ich gut ein performantes Setup raus. Wir werden auch noch ein bisschen was an der Drehzahlfreudigkeit machen, damit das er noch leichter hochdreht, damit das auch eventuell ein bisschen mehr Topspeed generieren. Und dann würde ich sagen, rein hier in die Tuning-Schmiede und da versuchen wir natürlich was ordentliches bei rauszuholen. Natürlich auch designmäßig dann schauen, was können wir machen, dass der Wagen auch mal optisch ein bisschen aufgewertet wird. Aber erstmal hier individuelle Upgrades. Wir werden hier erstmal turbomäßig alles so lassen, wie es aktuell ist. Dann, was machen wir als erstes gleich mal? Wir verbessern die Reifen. Wir haben schon mal Sportreifen drauf, dann gehen wir mal auf Rennreifen. Das bringt nämlich handlingmäßig schon mal ein bisschen was. Wir setzen die hinteren Reifen deutlich breiter, nochmal um 20 mm. Und vorne auch nochmal um 30 sogar, also 3 cm breitere Reifen vorne. Das ist auch wieder ein schönes Stück. Das darf man hier nicht unterschätzen. Felgenmäßig würde ich es so lassen, vielleicht nachher umlackieren. Man könnte sogar hier eine Motorhaube machen. Die Straßenmotorhaube, da ist das Carbon weg. Das würde ich sogar an dieser Stelle machen. Einfach so ein bisschen einen leichten Sleeper draus machen. Gut, Reifen haben wir. Dann Fahrwerk. Fahrwerk haben wir schon, das Rennfahrwerk drin. Das ist schon mal gut. Ebenso auch die Stabis, die einstellbaren. Das ist schon mal an sich eine gute Grundbase. Getriebemäßig bauen wir natürlich hier das Renngetriebe ein. Das hat einfach den Grund, wir können die Getriebeübersetzung demnach anpassen, wie wir es möchten. Ebenso auch das Differential, damit dass wir unten raus einfach die Möglichkeiten haben, das Fahrzeug komplett einzustellen, so wie wir es gerne hätten. Es kommt dann noch hier Luftfilter kommt rein. Wir machen jetzt Tuning, was soweit ohne größere Probleme möglich ist. Wir können die Zündung mittels Software einstellen. Wir können... Die Schwungscheibe können wir aktualisieren.
weil Getriebe war eh schon weg und hier auch noch den Ladeluftkühler, dann ist das kein tieferer Eingriff. Die werden tieferer Eingriff. Das ist einfach too much. Hier 50 kW mehr. Das Ding hat schon 517 kW, das muss reichen. Da muss nicht unbedingt was Schlimmeres draus werden, was Gröberes. Dann würde ich sagen, passt da schon mal so von den Tuning-Einstellungen. Leistungsmäßig sind wir um ein bisschen über 50 kW hoch. 61 sind sogar. Das ist soweit in Ordnung und sind auch nochmal über 100 Kilo nach unten gewandert. Das ist auch soweit gut. Das lassen wir so. Lassen wir mal so stehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Tuning. Wir werden mal hier das Fahrwerk an sich runterschrauben auf 8,5 cm. Das hat einfach den Grund, der Wagen ist dann näher am Boden und hat somit ja, deutlich mehr Downforce, weil weniger Luft unterhalb durch kann. Wir werden hinten auch das Heck dann nochmal weicher machen, in der Hoffnung, dass er dann nicht mehr ganz so nachschwingt. Oder ist schon zu weich und schwingt deswegen nach. Gut, Spoiler und alles bleibt original. Wir werden ein bisschen geringere Verzögerung und Beschleunigung fahren, damit dass wir hier auch nicht gleich durchdrehende Räder haben. Reifendruck gehen wir natürlich auch nach unten. Und Übersetzung würde ich sagen, lassen wir mal so mit 350 Spitze mal stehen. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Testfahrt, um zu sehen, was wir dann wieder einstellen müssen. Da geht schon mal gut vorwärts. Also das komische Nachschwingen ist ja schon mal los. Er lenkt jetzt schön präzise, das ist schon mal gut. Wir haben ein bisschen Schlupf unten raus. Das ist soweit nicht so schlimm. Das kann man definitiv so lassen. Ist auf jeden Fall geil. Also es erfährt sich um einiges besser. Dann würde ich sagen, fahren wir mit denen dann gleich mal ein Rennen. Aber erstmal natürlich noch rein eben ein passendes Design finden. Denn der Wagen ist so jetzt doch noch mehr oder weniger Stock. Das einzige ist die Carbon-Motorhaube so losgeworden. Ist aber hier in dem Fall nur ein optisches Teil. Also das macht gewichtstechnisch glaube ich nichts aus. Ansonsten kommt natürlich wieder die Carbon-Haube drauf. Wir wollen natürlich hier Performance rausholen und für mehr Performance muss man natürlich Gewicht sparen. Demnach nochmal kurz bei Upgrades rein. Ne, macht keinen Unterschied. Was eigentlich ja nicht ganz stimmt. Außer es ist einfach eine Carbon-Motorhaube, die lackiert ist. Dann macht es natürlich keinen Unterschied. Hier hinten sehen wir auch nochmal beim Spoiler noch einen zusätzlichen Flap hoch, der für mehr Anpressdruck auf der Hinterachse sorgen sollte. Jetzt aber erstmal Einstellungen installieren. Wir haben zwar eh nichts geändert, aber trotzdem sicherheitshalber, damit ja nichts verloren geht. Und dann gehen wir jetzt mal hier rein in so, Design und Lackierungen. Da müssen wir rein und zwar neues Design suchen. Schauen wir mal, was es so gibt. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was mir von Haus aus zusagt. Gut, das ist alles nicht so ganz das, was ich mir vorstellen würde. Das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber das ist keine Straßenlackierung. Machen wir mal eine realistische Nachbildung. Schauen wir mal, was wir da so finden. Ich will nicht unbedingt einen Tech-Art draus machen. Ja, sowas habe ich gesucht. Komm, das passt doch. Das war genau das, was ich gesucht habe. So ein 2018er GT2 RS Optik draus machen. Das ist auf jeden Fall gut. Schauen wir mal kurz im Forza Vista uns das Ganze an. Ja, vorne ist ein bisschen fragwürdig, aber hier, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und hinten kann es auch was.
Das passt schon soweit, Leute. Das kann man auf jeden Fall so lassen. Und dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal hier ein Rennen. Weil wir nehmen diesmal nicht die Strecke, was wir jedes Mal fahren. Ansonsten prügelt ihr mich, glaube ich, irgendwann mal. Hier, ja, die ist doch nicht schlecht. In 400 Metern rechts halten. Hätte ich mir nicht gedacht, dass wir hier noch umdrehen. Ich muss auch dazu sagen, so ein Porsche ist halt auch ziemlich wendig. Rechts halten. In 200 Metern links halten. Gut. Dass ich da ohne Bremse nicht rumkomme, hätte mir eigentlich von Anfang an klar sein müssen. Sie so. Haben Ihr Ziel erreicht. Dann erstellen wir hier mal eine Veranstaltung, einen Fanrennen über 3 Runden. Das passt doch super hier in der Stadt. Es sind zwar hier nochmal bösere, ja, Curbs nenne ich sie jetzt einfach mal. Bösere Randsteine, aber gut, das werden wir schon hinkriegen. Ist das ja wirklich ein GT, Continental GT Sport oder ist das der Umbau vom Continental GT? So, wir werden es gleich sehen. Nummer 7 Bentley GT3. Okay, wir haben ein Bentley GT3 mit dabei. Das heißt, einen reinrassigen Rennwagen. Und wir gehören nicht zu den stärksten Autos hier. Das soll uns auch bewusst sein. Oder ist sogar Higi mit 89 mit dabei? Wir sind im Grunde schneller bei der Beschleunigung als wieder Audi. Wir haben ja auch keinen Mies-Spin ab dem zweiten Gang raus. Und können hier eventuell dann sogar noch den Murmel wieder mit dem 390er. Also was hat denn der Kollege mit dem Auto an sich? Kleine Rennsammel, was wir hier haben. Haben wir ganz kurz Wheelspin gehabt. Aber ich glaube, das Podium ist an dieser Stelle schon ein realistisches Ergebnis, was wir schaffen könnten. Und hier unten hinterm Sprung gleich anbremsen ist halt was, was richtig böse ist. Ja, hier jetzt das Ganze mitnehmen war alles andere als intelligent. Dann stecke ich hier zwischen hinter den beiden fest oder wie? Außen vorbei an den Müllton. Geil wäre es jetzt gewesen und innen vorbei am Porsche. Unten müssen wir jetzt wieder aufpassen beim Anbremsen. Okay, dann haben wir uns jetzt noch Murmel hier. Dann sind wir Vierter. Der Continental GT3 hat das Ding mit so einem riesen Abstand gewonnen. Merkt man einfach, Rennautos
sind auch hier in Horizon ein bisschen OP. Halleluja. Aber zeitmäßig konnte ich auch mit dem Porsche 918 nicht mitgehen. Aber ansonsten war ich, glaube ich, der drittschnellste auf dem Track, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Drittschnellster hier. Gibt Schlimmeres. Und ich würde sagen, eine Strecke fahren wir noch. Eine Strecke, die wir so auch eigentlich nie fahren. Einfach mal ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Das Design sieht schon irgendwie komisch aus hier. Nein, ich will eigentlich hier auf die Karte. Und zwar fahren wir wieder natürlich eine Straßenstrecke, weil, ja, wir fahren hier immerhin auch ein Rennauto. Und demnach muss auch eine passende Strecke gefahren werden. Hier, die passt doch. Einmal mit Schnellreise darunter. Und dann fahren wir hier noch ein wunderbares Rennen. Veranstaltung einrichten, ein Fanrennen. Und zwar Everything Go, Let It Rip. Ne, das machen wir besser nicht. Was das hier von Higgy? Dann passt das schon. Östliche Vororte Rundstrecke, Fanrennen. Rennveranstaltung starten. Ich glaube, hier ist jetzt eindeutig mehr drin, auch wenn wir in der Nacht unterwegs sind. Einmal kurz angelehnt hier beim Gegner. Holla die Waldfee, da geht's aber schon wieder rum zur Sache. P5, da haben wir uns in letzter Zeit so ein bisschen eingependelt, kommt mir vor. So richtig der große Clou gelingt uns aktuell nicht mehr. Sind wir natürlich hier ein bisschen abgerissen. Oh, da kommen wir schon wieder ran. Geil, wir fahren sogar in den Sonnenaufgang rein. Und dann würde ich sagen, ist das einfach P5 für uns, da geht nicht mehr. Es hat aber trotzdem Laune gemacht hier mit dem Wagen. War auf jeden Fall eine geile Folge. Ja, und vorneweg wieder halt die Speerspitze. Also, ja. Respekt, ich kann da nicht mithalten. Vielleicht war auch mein Tuning nicht optimal für sowas. Ich bin jetzt aber auf jeden Fall raus. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Daumen nach oben sowie ein Abo und eine weitere Empfehlung super. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.